Hallo und herzlich willkommen zurück zu Castlevania Lords of Shadow Mirror Fate HD. Ich spreche das mal in einem Abzug aus. Nicht so einfach. So, Hof. Das heißt, wir erreichen jetzt endlich mal den Burghof. Boss-Rush werde ich nicht machen. Nee. Wo sind wir denn hier? Sehr ruhig, der Hof. Aber schon schön, oder? So ein kleiner Brunnen, da ist noch ein Engel oder sowas drin. Auf jeden Fall ein Wesen in der Kutte ist da drin. Und eine Kette, die wir nicht benutzen können. Hast du alle Karten 100% abgeschlossen? Unerforschte Karten, dann bestimmt kann einen Schatz bergen. Natürlich kann er das. Die Bibliothek. Oh. Na, solange es nicht der Uhrturm ist, ist alles gut, oder? Gibt es hier einen Uhrturm? Ich weiß es nicht mehr. Wer bist du denn? Hallo? Er schleift auf jeden Fall irgendwelche Ketten mit sich, aber... Er scheint uns nicht zu bemerken. Was macht er denn da? Okay, er verlässt den Raum. Na gut, solange er mich in Ruhe lässt, kann er ruhig den Raum verlassen. Ja, es ist immer so schade, dass es hier wirklich 2D ist. Und teilweise würde man schon gerne da den Weg lang gehen. Brauche ich nicht. Ich hätte jetzt lieber ein bisschen anderen. Okay, hier können, bekommen wir noch irgendwas. Auch hier geht's noch weiter. Wo geht's denn hier lang? Ich glaube, wir müssen eigentlich nach hier oben. Da gehe ich, möchte ich aber noch gar nicht lang. Hier ist ein Buch. Okay. Wo geht's oben lang? Ich laufe jetzt einfach mal erstmal hier lang, weil ich glaube, das Ding, was wir da finden könnten, ist schon wichtig. So, hier geht es noch nicht weiter. Sondern irgendwo dort oben. Aber da werden wir natürlich erst irgendwann später langkommen. Denke ich. Aber das ist zumindest unser Ziel. Was? Oh Gott, ich muss mal gerade meine Energie aufmachen. Haben wir das umgehauen? Scheint so. Also, einfach so Gegner beschwören? Böses Buch. Und jetzt will ich wieder auch Lebensenergie aufsaugen. Wow. So, mein Schutz ist weg. Aber wir können ja noch mal ein bisschen Energie aufsammeln. Hör auf, Energie aus mir rauszusaugen! Jetzt gibt es mir sogar Energie? Ein seltsames Wesen. Wirklich etwas seltsam. Komm, Werwolf! Nö. Wir haben ihn aber getötet. Okay, da oben scheint es weiterzugehen. Nur, wie kommen wir da hin? Ach, hallo du! Na gut, ich gehe jetzt mal Lebensenergie aufsammeln. Haha. Richtig ist da, nicht wahr? Ich glaube, wenn wir jetzt von hier oben langlaufen, kommen wir doch irgendwie dran, oder? Hallo? Okay. Da stand doch jetzt hier irgendwo, oder? Habe ich das falsch gesehen? Es wird auf nach mir so schlagen, du widerliche Kreatur. Die waren nämlich eben noch zu. Jetzt ist hier offen, wa? Was hast du mir dazu sagen? Die Schriftrolle. Rinaldo Gandolfi, wenn wir uns, das war der Typ, der das Kampfkreuz gebaut hat. Rinaldo Gandolfi beschloss, das Kampfkreuz am Ende mit ausfahrbaren Spornen zu versehen. Die Theorie ist einfach. Aus der Elite erwählte Ritter der Bruderschaft konnten so Orte erreichen, die andere unzugänglich waren, wodurch sie eine größere Bedrohung für das Böse in der Burg darstellten. Ach, sogar Gandolfi selbst weilt nicht mehr unter uns. Nein, den haben wir auch im ersten Teil nicht getroffen. Ich weiß nicht, ob wir das können. Kann ich hier nicht irgendwie langspringen? Scheint nicht so, ne? Ach, was kommt ihr denn jetzt hier lang gelatscht? Schluss! Geht's zu herrschen! Bei Fuß!
Nö, 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 nö. Ich werde hier nicht angefallen, ihr Flündchen. So. Ich glaube, wir müssen aber trotzdem weiter hier lang. Ich denke mal, hier können wir brauchen wieder eine Kette, ne? Ich mache mir nochmal gerade eine Markierung. Soll das nicht eigentlich hier sein? Ich mach die mal hier hin. Ich glaube, der hat uns nur einfach schon in einen Raum eingeteilt, weil wir auf dem Ding hier vielleicht stehen. Wer weiß das schon. Speichert. Vor allem kommen wir hier, auf jeden Fall kommen wir hier schon mal nicht drauf. Ich gehe einfach mal hier runter. Oh, wie ich gerade erschreckt. Das ist ja eine Grube voller. Boah. Okay, da kommen wir so ohne Kette auch nicht weiter, wie es scheint. Denn ich glaube nicht, dass wir irgendwie so an den Sporen vorbeispringen können. Das ist jetzt sehr schade, weil ich glaube, wir müssen jetzt einiges von vorne machen. Nicht sehr schön. Ach nee, wir sind hier, okay. Na gut, dann haben wir da zwei Dinger mit Ketten. Aber was soll der Raum hier? Das verstehe ich ja nicht so ganz. Außer Werwölfen? Bringt uns das gar nicht viel. Geh zu, Herrchen! Mal! Fuß! Hör dir nicht! Ich rufe bei Fuß! Ihr wirklich nach eurem Herrn und Meister beziehungsweise nach der Brut eures Herrn und Meisters geschlagen. Geht weg! Weg, habe ich gesagt. So, bei Fuß. So weit waren wir ja vorher schon mal. Nur ist die Frage, wie kommen wir jetzt hier rauf? Ich meine, wenn wir hier weitergehen, kommen wir nur wieder in den Hof. Und das ist ja nicht unser Ziel, zurück in den Hof zu kommen. Sieht so lustig aus, wenn die ganze Zeit sich so rollt. Lala. Können hier noch rauf? Aber ich meine, wir kommen hier ja auch nur noch da raus. Ah, ich sehe es. Die könnten einfach raufklettern. Das ist ja doof. Ah, doof ist es nicht, aber peinlich gerade für mich. Ein Buch? Ah, da tut sich was. Diese komische Statue. Sieht aus wie ein Dämon oder sowas. Und hier ein Kleeblatt. Sieht zumindest aus wie ein Kleeblatt. Ist das Gandalfi? Warum sollte Dracula oder Gabriel sowas aufbauen? Oder hat man es hier reingetan, ohne dass er es weiß? Die Rutten sehen aus wie irgendwelche toten Kreaturen. Ja, Lebensenergie haben wir voll, auch unsere normale Energie. Und hier liegt tatsächlich das Kampfkreuz. Auch das kennen wir ja schon. Und irgendein Mantel und ein Bein oder sowas. Schon so eine Zeit, wo, nee, Mantel ist ja eigentlich so ein bisschen, erst noch ein bisschen später, renaissance-mäßig, ne? Aber ihm fehlt noch was. Und wer kommt da? Sobek, my master, desires this weapon. Your father was not worthy of carrying it. Sobek. And neither are you. Sobek, der Tod. Der dritte Herr der Schatten. Wenn es ist jetzt, wissen wir, dass er nicht tot ist. Okay, wir müssen sowieso, weil wir den ersten Teil gespielt haben. Und das ist einer von den Nekromanten. Und typisch für einen Nekromanten. Schlägt er natürlich auch mit seinen Toten aus. Oh, der ist nicht so einfach. Komm her! Oh, ich bin noch reingesprungen, das war nicht so schlau. Komm! Da runter! Lass deine Toten zu Hause! Brenne! So, stör! Neue Fähigkeiten! Oh, ich bin noch reingesprungen. Mal wieder! Oh, schon wieder jetzt. Reicht's aber mal hier.
widerliche Kreatur, du nervst! So, springen wir mal ein bisschen drüber. Nochmal. Oh, oh, jetzt haben wir keinen Schutz mehr. Jetzt reiß mir mal, du Kreatur, jetzt du tot da oben. Was? Du versteckst dich hinter deinen Toten. Schloss, du widerliche. Er lässt wieder sein Scheiß regnen. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich da reinspringe. Ich bin, glaube ich, reingesprungen. Beziehungsweise, ich könnte ja auch... Ja. Ah, du widerliche... Das tue ich wohl los! Hab ich gesagt! Schloss wird lustig! So, ich habe keine Äxte mehr. Und ich bin feige, ja? Aber der kämpft... Der versteckt sich hinter irgendwelchen Zombies und Skeletten. Aber ich verstecke mich hinter einer Frau. So sei es dann. Nervige Kreatur. Schluss mit lustig. Kein Zauber mehr. Richtig. Schluss mit lustig. Dich hau ich aus den Latschen. Schluss jetzt, du stirbst, Kreatur. Nekromant. Dein Ende kommt. Rechts, links, rechts, links. Und zerflödern wir ihn raus aus deinem Kleid. Und wir erhalten das Kampfkreuz. Gut gemacht. Danke. Du hast das Kampfkreuz von Trevor Belmont wiedergefunden. Nun hast du die Fähigkeiten, Feinde aus der Ferne zu greifen, sowie Schwing- und Abseilpunkte zu benutzen. Das heißt, wir werden ein bisschen zurückgehen können. Ja, wunderbar. Wo muss ich denn lang? Was heißen die roten Punkte jetzt? Staub zu Staub. Ach, Karte abgeschlossen heißt das. Das ist ja lustig. Dann gehen wir doch mal hier ins Inventar und schauen uns direkt mal das Kampfkreuz an. Dies sind die Überreste einer Waffe, die ursprünglich von Rinaldo Gandolfi angefertigt wurde. Obwohl sie noch immer über einen Teil ihrer ursprünglichen Macht verfügt, hat der jahrelange Gebrauch das magische Metall abgenutzt, sodass ein Großteil seiner legendären Angriffskraft verloren ging. Doch die aufwendige Form ihrer Glieder ermöglicht es Simon, Feinde aus großer Entfernung zu ergreifen und von vielen Stellen in deiner Umgebung aus zu schwingen. Und wir bekommen den Kettengriff. Eine geschickte Bewegung mit dem Kampfkreuz und betäubt die Feinde, unabhängig von ihrer anfänglichen Entfernung, zu einem brutalen Nahkampfangriff zu erledigen. Du kannst diese Fähigkeiten sowohl am Boden als auch in der Luft verwenden. Jawohl! Und wir können jetzt mal so ein bisschen Backtracking machen, so ein bisschen den Weg zurücklatschen und uns jede Menge Sachen holen, die uns fehlten. Karte aktualisiert. Wo müssen wir jetzt hin? Okay, weiter nach oben. Warum ist da immer so ein Kreissymbol? Ich muss auf Kreis drücken. Natürlich nicht. Das ist natürlich ein Raumsymbol. So, ein bisschen Energie von beidem würde uns nicht gut... wäre nicht verkehrt. Wir nehmen natürlich mal diesen Brunnen hier dann schön fallen mit. Du hast nicht weit genug gesprungen. Führe direkt nach dem Sprung ein Ausweichmanöver in der Luft auf und erreichst sein Ziel. Ach, das ist ja nett. Gut, dass ich das erfahre. Ich kann also ausweichen und dann durch ein bisschen weiter springen. Probieren wir direkt nachher mal aus. Ah. Good to know, my friend. Ja, er ist weg. Jetzt kommen wir natürlich irgendwie auf die andere Seite, wie es scheint. Mit diesem Hebel da wahrscheinlich, oder so?
So, aber das machen wir natürlich jetzt. So, da war eine ganz kurze Unterbrechung an der Front, aber weiter geht es. Wenn wir den Hebel ziehen, was passiert dann? Dann geht die Tür auf. Sehr gut zu wissen. Nur, ich möchte gar nicht. Oh Gott, ich hab. Oh, hört auf! Schluss jetzt! Schluss, ihr bösen Bücher! War's das? Danke, Kopf. Will ich gar nicht jetzt hier unten den. Ja, Gott sei Dank. Puh! Der Sturz, der war doch ein bisschen heftiger als gedacht. Denn ich möchte natürlich jetzt noch nicht da runtergehen. Nö. Ach, muss ich jetzt von vorne ziehen? Was passiert denn, wenn ich hier rauf springe? Was finden wir denn hier? Ein Buch. Schriftrolle, ein Buch, in dem mehrere Wörter markiert sind, liegt auf einem der Ständer. Verborgen von drei Türen dieselbe. Bücher öffnen. Okay. Keine Ahnung, was das jetzt heißen soll. Aber wir müssen wohl drei Bücher finden. Komm, du, lass mich jetzt mal ein bisschen. Lass mich mal auf die andere Seite. Danke. Wow. So, mal schön auf die andere Seite schwingen. Und wie können wir weitergehen? Wo kommen wir denn hier aus? Mal wieder in den Burgsaal, liebe Freunde. Wieder mal in den Burgsaal. Der Burgsaal des letzten burgsaligen Burgsaalsraums. Der Burgsaal-lastig, das Ganze. So, was habe ich denn hier wie eine Markierung? Kette. Oh, ach, hier können wir uns runterschwingen lassen. Das ist natürlich sehr gut. Ach, guck mal, das Bestiarium. Bestiariumseintrag. Was haben wir denn hier? Noch Erdstoß. L2 drücken und halten. Ach, das kennen wir. Dafür brauchen wir damals den Halt, den Handschuh. Ein gewaltiger Energieschlag, mit dem du Wachen und Feinde voneinander was vernichten kannst. Die Wachen von Feinden vernichten kannst? Du kannst diese Fähigkeit sowohl am Boden als auch in der Luft anwenden. Okay. Und der normale Skave. Diese wiederbelebten Leichen fressen und verzieren die sterblichen Überreste anderer Kreaturen, so dass viele Bereiche der Burg von einem Befall bedroht sind. Die Skaven sind eine Art lebende Toten, die vom Wächter der Nacht befehligt werden, dessen Macht die Grenzen der Hetzerei überschreiten, um die greifbar und gefährliche Form anzunehmen. Welchen Körper werden durch einen Entschlossenheit kombiniert, ihre Opfer zu verschlingen? Aha. Komisch. Aktualisiert. Ach, die Schwächen sind aktualisiert, klar. Hier ist die Kette, da kommen wir wieder rauf. Zack, 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 zack. Oh, es sollte vielleicht nicht unbedingt allzu sehr ausprobieren. Ich wollte es nur mal kurz ausprobieren. Komm, ist ja nicht so schlimm. Dass wir mal getroffen worden sind. Habe ich hier noch was? Wenn ich hier nach unten gehe, haben wir auf jeden Fall wieder zwei Ketten. Truhe und Kette. Aber ich möchte dann doch erstmal nach links gehen. Denn da haben wir auch noch einige Sachen, die wir finden können mit der Kette. Deswegen gehe ich einfach mal weiter nach links statt zurück. Lalala, hier war der Kampf. Oh. Hier seid ihr aber ganz schön garstig geworden, kann das sein? Lass mich mal in Ruhe, meine Freunde. Zack, 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 zack. Die liebe Freunde, ich mache hier nochmal einen Cut. Das nächste Mal gehen wir nochmal ein bisschen zurück, sammeln die ganzen Sachen, die uns noch fehlen. Und du gehst mal hier weg, mein Freund. Schluss jetzt hier. Was soll denn das Ganze? Weg! Bis zur nächsten Folge, euer Marschall. Ciao, ciao!